Nach der Ernte und Verarbeitung der Äpfel standen die Bauern vor einem schwierigen Problem. Was tun mit den Abfällen? Die Fläche der Plantage war riesig und für die Ernte waren mehrere hundert Arbeiter im Einsatz, die sowohl manuelle Arbeit als auch Maschinen verwendeten. Zu dem Zeitpunkt, als die Äpfel geerntet wurden, lagen viele beschädigte Früchte, Schalen, Kerne und andere Rückstände auf dem Boden, die nicht genutzt werden konnten. Die Entsorgung solcher Abfälle wurde zu einer echten Herausforderung. Die Bauern versuchten, eine Lösung zu finden, aber alle Methoden waren entweder zu kostspielig oder ineffektiv. Da kamen die Wissenschaftler zu Hilfe. Sie schlugen eine gewagte Idee vor. Anstatt die Abfälle zu vernichten, könnte man sie auf ein lebensloses Feld bringen, auf dem nur Unkraut wuchs. Dieses Feld war abgelegen und wurde nicht für die Landwirtschaft genutzt, und niemand erwartete, dass es jemals fruchtbar werden würde. Über mehrere Monate wurden etwa 25.000 Tonnen beschädigter Äpfel und Abfälle auf das Feld gebracht und gleichmäßig verteilt. Zunächst schien es, dass dies nur eine vorübergehende Maßnahme war, und die Bauern hofften, dass sie das Problem der Abfallentsorgung zumindest für kurze Zeit lösen könnten. Doch das Ergebnis übertraf alle Erwartungen. Einige Jahre später begann sich das Feld, das einst leblos und nur mit Unkraut bedeckt war, zu verändern. Mikroorganismen und nützliche Bakterien begannen, die Apfelabfälle zu verarbeiten und in organischen Dünger umzuwandeln. Bald begannen an diesem Ort neue Pflanzen zu wachsen, und nach 10 Jahren erschienen die ersten Apfelbäume. Es war merkwürdig zu beobachten, wie aus einem leeren Feld vollwertige Bäume wuchsen. Nach 20 Jahren, anstatt einen trostlosen und verlassenen Raum zu sehen, standen die Bauern vor einem üppigen Garten, der mit reifen Apfelbäumen übersät war. Die Methode zur Abfallentsorgung erwies sich nicht nur als umweltfreundlich, sondern auch als extrem effektiv. Der Apfelgarten wurde zu einem einzigartigen Beispiel dafür, wie Abfälle zur Wiederherstellung eines Ökosystems genutzt werden können. Dieses Experiment wurde in wissenschaftlichen Kreisen weithin bekannt, und nun wird es erfolgreich auch in anderen Regionen angewendet, wo Probleme mit der Entsorgung landwirtschaftlicher Abfälle auftreten. So lösten die Bauern nicht nur das Problem mit den Abfällen, sondern schenkten auch einem ganz neuen Garten Leben. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.